Ich liebe dich. Du bist wach? Ist denn schon morgen? Ja, und ich sterbe allmählich vor Hunger. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass ich ziemlich erschöpft bin und deshalb ein Frühstück nötig habe. Ich möchte doch auf diese Insel, wo man so richtig verwöhnen wollte. Du bist ein Spielverderber. Die Einsamkeit hier ist genau das Richtige für uns. Ja. Und so romantisch. Nur, dass dieses Idyll leider einen gewissen Komfort missen lässt. Ach, ich brauche den ganzen Komfort gar nicht. Vergessen wir doch mal die ganze Zivilisation und sind frei wie... Wie hießen die noch? Batman und Robin. Nein, Tarzan und Jane. Oder Robinson Crusoe und Freitag. Und von nichts und durch niemanden lassen wir unser Glück stören. Mhm. Denn was brauchen wir schon, solange wir uns nur lieben? Nur uns und das, was die Natur uns schenkt. Das hast du schön gesagt. Ja, das finde ich auch. Wie siehst du denn aus? Das gehört mit zur Romantik. Die sind entschieden zu lang. Tut mir leid, aber einen Friseur gibt es hier auch nicht, fürchte ich. Dazu brauchen wir keinen Friseur. Ich schneide sie dir. Oh, das ist nicht dein Ernst. Du musst nur tapfer sein. Komm schon, Mom, komm und bring mir den Scheck. Mein Gott, na endlich. Hast du auf mich gewartet? Oh, 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 mach das nicht, Lilly. Lass mich rein. Steht dir gut, das Outfit? Warst du beim Football? Ray, was soll denn das jetzt? Meine Mom kommt jeden Augenblick nach Hause. Nee, mich stört deine Mom nicht. Scheint mir wirklich nett zu sein. Hör zu, ich verspreche dir, du kriegst dein Geld. Ich lass mich nicht gern für dumm verkaufen. Bestimmt, Ray. Lilly, jetzt hör mal zu. Ich biete dir einen Deal an. Und sowas mache ich nur ausnahmsweise für solche ganz speziellen Kunden wie dich. Was hat das zu bedeuten? Das heißt, dass ich auf die 10 Riesen verzichte, wenn du mir auch einen Gefallen tust. Danke dir. Lassen Sie es stehen, Rosa. Ich esse vielleicht später noch was. Natürlich, Sisi. Wo ist Santana heute Morgen, Dad? Sie fühlt sich nicht wohl. Und was hast du heute, Daddy? Kelly, vielen Dank nochmal, dass du mir Ariel leihst. Sie ist wirklich toll zu reiten. Du hattest recht. Ich weiß, sie ist einfach ein liebes Pferd. Und sie ist nie launisch. Ted? Dad? Hast du endlich die Berichte über die Bohrproben, die letzte Woche genommen wurden, gekriegt? Nein, noch nicht. Aber man hat sie mir bis Ende der Woche versprochen. So lange haben die früher nicht gebraucht, aber ihre Rechnungen kommen immer noch pünktlich. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. So, für mich wird es Zeit. Ja, für mich auch. Ja, und ich werde nochmal anrufen, damit die Resultate schneller kommen. Danke, Rosa. Ach ja, Rosa, danke vielmals. Guten Morgen, Santana. Was hättest du gern zum Frühstück? Eigentlich gar nichts, Mama. Ich habe wirklich keinen Hunger. Aber Tee, ja? Im Moment nicht, danke. Ich warte auf deine Erklärung. Bitte entschuldige, aber versuch es doch zu verstehen. Tatsache ist, Santana, ich denke, dass ich nicht nochmal Vater werden sollte.
Ja. Nicht übel. Ich find's nicht mal schlecht. Ganz schön kurz, doch besser als vorher ist es schon. Ich hatte nur ein bisschen Angst. Ich liebe dich, Julia. Siehst du das Brot da? Siehst du das Brot? Ich sehe dich viel lieber an. Mag es mir nicht echt. Ich habe mir eine Tee getroffen. Und darf ich dich küssen? Mason, ich habe mich doch nicht verhört. Der redet ja in vollständigen Sätzen. Julia, das sind unsere vollständigen Sätze. Hallo. Hallo. Na, wie heißt du denn? Das ist ein braunes Auge. Und das stammt auch von dir. Ob Polly sich damit vielleicht nur einen Cracker verdienen will? Andererseits kann man ihn sicher auch so zum Frühstück im... Hör auf, das ist eine bedrohte und sehr seltene Spezies. Und hochintelligent offensichtlich. Offensichtlich. Julia, der einzige Grund, wieso sie reden können, ist doch... Sie ahmen einfach Stimmen, oder nicht? Das ist noch kein Zeichen von Intelligenz. Aber schön ist er. Eins ist sicher, Papageien fühlen sich bei den Menschen sehr wohl. Doch zunächst bekommt er erstmal von mir einen Namen. Ich bin für Houdini. Vielleicht zaubert er sich weg. Nein, Hamlet. Wieso Hamlet? Keine Ahnung. Irgendwie sieht er so aus. Willst du dafür unbedingt Shakespeare missbrauchen? Hamlet, was? Hamlet? Da hast du es gehört. Ich gebe auf. Ich sterbe ein wenig vor Hunger. Hamlet kriegt einen Punkt. So schöne Sachen erlebe ich eben immer nur mit dir, Mason. Du weißt es mir, Liebling. Ich kann das nicht, wenn Hamlet dabei zusieht. Na, mach dich kleiner. Vertrauen Sie mir, ich bin arm. Was für ein Gefallen schwebt dir denn vor, Ray? Wollen wir eine Bank knacken? Was? Ich hasse Ratespiele. Komm wieder nach Vegas mit mir. Und weswegen? Weil uns als Team niemand schlagen kann. Ein Partner wie du ist Gold wert. Hey, komm mit. Und schon bist du schuldenfrei. Ein ganz klarer Deal. Nein. Hör mal, ich biete dir den einzigen Ausweg an. Nach Vegas kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Und das allerletzte, was ich will, ist dich als Partner, Ray. Hey, gib uns eine Chance, Lily. Ray, lass es gut sein, okay? Komm schon, du weißt ja nicht, was du verpasst. Ray! Lily, ich dachte, ich komme... Ted, es ist nicht so, wie du denkst. Nein, ist schon klar. Lass dich nicht von mir stören. Aber vielleicht solltest du wenigstens die Tür schließen. Ted! Du hast also wirklich vor, mir hier alles kaputt zu machen, ja? Na komm schon, Süße, das zwischen euch wäre doch sowieso nie was geworden. Der blaublütige Schnösel würde doch nie und nimmer zu dir halten. Du weißt doch so gut wie gar nichts über Ted. Ach ja? Jedenfalls weiß ich, dass es offenbar nicht so toll zwischen euch läuft. Denn sonst würdest du mich nämlich auslachen wegen mickriger $10,000. Ich werde nicht wieder nach Vegas zurückgehen, hast du verstanden? Sei ruhig und entspann dich. Ray, lass mich in Frieden. Was? Bin ich etwa so abstoßend für dich, hä? Hör zu. Also, du siehst wirklich gut aus, Ray, aber das ist doch nicht alles. Es war nie was zwischen uns und es wird auch nie etwas sein. Auf wen willst du denn warten, hä? Auf Prinz Eisenherz? Tu bloß nicht so, als wäre es das erste Mal. Wem... willst du das denn noch weismachen, hä? Ich meine, das gibt's doch gar nicht mehr. Ich meine, das wäre ja nicht zu fassen, wenn du immer noch... du bist doch nicht etwa immer noch... Jungfrau? Ehrlich, Lilly? Hallo? Verzeihung, bin ich zu früh. Hier draußen saß niemand mehr. Nein, die Sekretärin hat frei, hatte ich vergessen. Kelly, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Nein, ich sehe mir das noch mal durch. Gut, danke sehr. Tag, Tag. Geht's Channing gut? Ja, und wie? Jetzt im Moment ist er bei Mrs. Cobb. Sie passt so lange auf ihn auf. Gut, das ist schön. Also dann,
Bis dann, Kelly. Wir sehen uns ja nachher. Gina, nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, vielen Dank. Ich habe gehofft, Sie kommen mit dem Baby. Sehen Sie, ich habe ihm sogar ein Bettchen gebaut. Extra für ihn. Ja, das ist wirklich nett, David, aber das wirkt leider nicht. Was? Ich sehe doch, was das Ganze soll. Sie wollen mich nur umstimmen, nur klappt das leider nicht, denn es geht hier um meinen Sohn. Ich kämpfe nur um Channings Recht. Soll ich Sie als Anwalt lieber unfreundlich behandeln? Ich möchte ganz einfach klare Verhältnisse. Wissen Sie, manchmal machen Menschen Dinge auch ohne eigennützige Motive. Ja, davon gehört habe ich. Nur leider liegt der Fall bei mir ganz anders. Bitte entschuldigen Sie mein Misstrauen. Gut, lassen Sie uns zur Sache kommen. Also, es geht in erster Linie darum, dass ich dringend Geld brauche. $15.000. Und das sehr dringend, heute noch. Ist was passiert? Es ist etwas Persönliches, aber trotzdem sehr wichtig. Und ich bitte Sie, wenn wir mal ehrlich sind, was hat denn CC bis jetzt für Jenny bezahlt? Keiner sagt, auch ich nicht, dass Ihr Verlangen unangemessen ist. Ach nein? Na gut, dann geben Sie mir doch das Geld. Das letzte Wort hat selbstverständlich CC. Oh, klar. Und er lässt mich natürlich hängen. CC will auch, dass in dieser Sache eine Übereinkunft so schnell wie möglich gefunden wird. Ja, so ist er. Dazu kann ich bloß sagen, kein übereilter Vertrag, der Channing schaden könnte. Er bekommt seinen fairen Anteil, genau wie CCs andere Söhne, denn mein Channing ist ebenso CCs Sohn, wie es Mason und Ted sind. Hier ist ein Angebot von CC für eine Regelung, von dem Sie ausgehen könnten. Außerdem werde ich vorschlagen, dass eine Zahlung von $15.000 hinzugefügt wird. Auch ohne diese Zahlung ist das Angebot sehr großzügig. Tja, auf den ersten Blick sieht es tatsächlich nicht schlecht aus. Sie sollten das lieber in aller Ruhe durchlesen. Soll das hier etwa bedeuten, CC kann Channing sehen, wann immer es ihm passt? Nein, wann er ihn sieht, das können Sie entscheiden. Er hat jedoch ein Recht auf einen gewissen angemessenen Tonus. Was? Angemessener Tonus? Was hat denn das zu bedeuten? Es kommt auf kurzfristige Absprachen zwischen Ihnen beiden an. David, ich will einfach nicht, dass CC jederzeit mal Channing abholen kann und mal nicht, und zwar ganz nach seinem Belieben. Und außerdem, wenn es dann mal um Channings weitere Erziehung geht, dann will ich nicht, dass CC mir vorschreibt, auf welche Schule er gehen sollte und welche Lehrer ihn unterrichten. Gibt es denn bisher irgendwelche Anzeichen, dass er das vorhat? Nein. Sowas bespricht CC mit niemandem. Er entscheidet einfach und damit basta. Hat er Ihnen etwas gesagt? Nein. Denn von Channings Zukunft war nie die Rede. Na, das ist ja was ganz Neues. Für seine anderen Kinder hatte CC schon ganz feste Pläne, noch bevor sie auf der Welt waren. Ich glaube fast, CC ist dabei, sein Leben von Grund auf zu ändern. Leider weiß man bei CC nie so genau, woran man ist. Bevor Sie unterschreiben, nehmen Sie es mit und lesen Sie es genau durch. Werden Sie sich klar, was Sie wirklich von CC wollen. Bitte sei doch einsichtig. Es wäre doch nur unvernünftig. Brandon ist noch sehr jung und ich fürchte, als Vater bin ich schon für ihn viel zu alt. Und dann noch das Kind von Gina, vergiss das nicht. Und ich hatte gedacht, du wärst begeistert. Ich bin ja auch begeistert von allem, was sich zwischen uns entwickelt. Du meinst den Sex? Das ist nun, weiß Gott, nicht alles für mich und das weißt du. Ich liebe deine ganze Art und Weise. Deine Mentalität und dein Lachen, deine Sicht der Dinge. Du faszinierst mich. Eine Familie hatte ich bereits. Dieses Kapitel mit Sophia ist abgeschlossen. Ach so, in Wirklichkeit meinst du also nur, sie war dir als Mutter für deine Kinder gut genug und ich bin's nicht. Was ich meine ist, ich bin nicht derselbe wie früher. Ich habe mich verändert. Wieso sagst du nicht, was du wirklich meinst? Eigentlich musst du bloß gestehen, dass die Tochter einer mexikanischen Bediensteten nicht in Frage kommt als Mutter eines Capwell-Babys. Und jetzt entschuldige mich. Ach ja, kaum haben wir mal ein Problem. Hände weg! Bitte. Also was? Kaum haben wir mal ein Problem, willst du davor fliehen? Ich finde das gerade in dieser Angelegenheit äußerst unfair. Ich spreche hier von den Gefühlen meines Herzens. CC, in Wirklichkeit ärgert dich doch nur, dass ich von dir schwanger geworden bin, stimmt's? Du bist also wirklich noch jung, Frau Lilly?
Wow! Wow! Dass es sowas heutzutage noch gibt. Darüber will ich nicht sprechen, Ray. Was sagt denn dein Arzt dazu? Ich meine, das ist doch nicht normal, ganz abgesehen von der Verschwendung deiner großartigen Anlagen. Ray, jetzt hör auf. Oder hat das vielleicht einen medizinischen Grund? Ich meine, du siehst doch sonst gesund aus. Ja, ich bin völlig gesund und ich brauche deine Anteilnahme nicht. Vielen Dank. Ah, du magst Kerle nicht. Ach Quatsch, so ein Unsinn. Aber Ray, wieso ist es so schwierig für dich zu kapieren, dass wir Frauen manchmal doch etwas mehr wollen, als gleich mit jedem hergelaufenen Typen ins Bett zu gehen? Und für mich ist eins klar. Ich tue es nur dann, wenn ich es mir selbst wünsche, okay? Ganz schön blöd, Lilly. Denn damit hast du deine Chance verspielt und es war ganz bestimmt die letzte. Das Angebot war einmalig und gilt nicht mehr. Was bleibt ist, du schuldest mir 10.000. Keine Angst, heute Nachmittag. Oh nein, ich habe keine Angst. Ich muss keine Angst haben, denn du weißt ja, was sonst passiert. 2 Uhr, pünktlich. 1:01 und du kannst dich vergessen. Was ich mir von Cici wünsche. Ich würde ihn gerne als jemand anderen sehen können. Als wen? Als liebenden Vater. Naja, ich finde, das Angebot zur Einigung beweist doch durchaus, dass... Dass er reich ist und annimmt, Geld beherrscht die Welt. Das ist ja das Traurige. Es geht ihm nicht um Channing, sondern um Macht. Ich glaube, dass Sie sich in ihm täuschen. Sie waren diejenige, die ihm Schwierigkeiten gemacht hat. Sie wollten ihn unbedingt fernhalten von Ihrem Baby. Ja, richtig. Ich geb's ja zu. Ja, aber bloß am Anfang und danach war er zu beschäftigt für sein eigenes Kind. Ich schätze, das ist jetzt die Strafe und ich hätte es wissen müssen. Aber eigentlich erhoffen Sie ein bisschen mehr, oder? Ja, sicher. Und das war der nächste Fehler. Und vielleicht war es ja auch richtig so. In jedem Fall bin ich froh über diese Schwangerschaft und ich kann mir ein Leben ohne Channing nicht mehr vorstellen. Er ist für mich das wundervollste Kind auf der Welt. Und wenn Cici das immer noch nicht verstanden hat, dann ist er ja noch dümmer, als ich es je gewesen bin. Ich denke, dass zwischen ihnen einiges schiefgelaufen ist. Und ich denke auch, dass sie sich täuschen in ihm. Er ist durchaus ein Mann mit echten Gefühlen. Ganz besonders, wenn es um seine Kinder geht. Sie wollen ihren Sohn doch nicht bloß aus Trotz um seinen Vater bringen, oder? Ich werde immer alles tun, was gut für meinen Sohn ist. Gut, das höre ich gern. Sie sollten dringend mit Cici reden und ihm sagen, dass Channing seinen Vater braucht und sie bereit sind, dafür Kompromisse einzugehen. Das sind sie ihrem Sohn schuldig. Und ich gebe Ihnen jetzt hier einen Scheck über $15.000. Und wenn Cici zustimmt, wird er ihn unterschreiben. Ich denke, das wird er. Und ich rate Ihnen... Gehen Sie gleich zu ihm und bringen Sie es hinter sich. Irgendwie habe ich Angst davor. Ich habe mir bei Cici so auf die Finger verbrannt, sodass ich jetzt... Gina. Sie tun's für Channing. Wie heißt es doch so schön, man kann nicht über... Was springen? Sie meinen, was war denn über seinen das? Schatten. Einmal sollte ich es ruhig trotzdem versuchen, wie Mason sagen würde. Jedenfalls wünschen Sie mir Glück. Alles Gute. Ich glaube, ich habe endlich den richtigen Anwalt gefunden. Denkst du, du hast dich etwas beruhigt? Ich bitte dich darum. Bitte setz dich. Bitte. Damit wir das klären. Gut, ich höre. Der Hinweis auf deine Abstammung ist absurd, denn für deine Mutter hege ich den größten Respekt, genauso wie für dich als ihre Tochter. Es ist doch auch nicht die Frage, wer ist gesellschaftlich akzeptabel als Mutter eines Capwells. Es geht hier auch nicht um Sophia, im Gegenteil. Für mich geht es bloß um unsere Liebe, die noch so frisch ist und neu. Du sagtest, es öffnet sich eine völlig neue Welt für uns. Richtig. Eine völlig neue Welt, nur ohne Kinder. Siehst du das denn nicht? Kinder würden alles verändern. Alles verändert sich ständig, Cici. Wäre das jetzt nicht passiert, ändern würden wir uns trotzdem. Nur ich hatte...
eine andere Richtung für uns geplant. Okay. Welche Richtung hatte die denn dabei vorgeschwebt? Ich dachte, wir haben dieselben Vorstellungen. Vom Leben spontan sein und nichts planen. Natürlich sein. Uns nicht zwingen lassen in die Situationen, die man kennt, und wieder all diese Zwänge, denen wir schon fast entkommen waren. Was ist? Was hast du? Du redest, glaube ich, ständig am Thema vorbei. Du möchtest doch was ganz anderes sagen. Ich wünschte, du wärst mal ehrlich. Du willst doch im Grunde, dass ich abtreibe, nicht wahr? Verlangst du tatsächlich von mir einen Abbruch, Sissi? Ich möchte nur, dass du daran denkst, was das Beste für uns ist. Du willst von mir eine Entscheidung und fürchtest dich sogar vor dem Namen. Sei nicht so feige, sieh mir in die Augen und sag es. Ich hasse das, aber ich muss zu dir ehrlich sein. Ich kann nicht noch mal Vater sein. Jetzt nicht. Möglicherweise nie. Und wenn das ein Test ist, Santana, befürchte ich, bin ich der Falsche. Hallo, okay. Carolyn. Ich möchte zu Mr. Capwell. Er ist noch im Esszimmer. Ich sag ihm, dass Sie hier sind. Oh nein, ist schon gut. Ich komme schon selbst hin. Ich weiß, wo das Esszimmer ist. Mich wundert das schon. Wieso ich die einzige Frau bin, von der du ausnahmsweise kein Kind haben willst. Gina eingeschlossen. Ich wurde nicht gefragt von Gina. Sie wollte unbedingt dieses Baby. Es ging ihr nicht um mich. Dann hattet ihr ja unglaubliches Glück, oder nicht? Es hätte nicht viel schlimmer sein können. Wieso siehst du das denn nicht? Obwohl ich es versuche. Ich fühle nicht, was ich fühlen sollte für dieses Baby. Jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, denke ich bloß, das war nur ein Trick. Diese Vaterschaft wurde mir aufgezwungen von einer Person, von der ich nie ein Kind haben wollte, weil ich sie nicht liebe. Ich werde meinen Vaterpflichten nachkommen. Aber mir liegt nichts daran, an seinem Leben teilzunehmen. Ahnst du, was ich dabei fühle, wenn ich sowas sage? Dass ich je so wenig fühlen würde für mein eigen Fleisch und Blut. Und was hat das alles mit uns zu tun? Sissi, unser Kind wurde aus Liebe gezeugt, und zwar ohne jeden Trick. Oh, halt mal. Oder denkst du im Ernst, dass... Denkst du womöglich im Ernst, ich hätte mit Absicht eine Schwangerschaft riskiert, nur um dich reinzulegen? Denkst du, er sitzt noch immer da? Oh, ich schau dir gerne zu, Baby. Oh. Perversling. Unverfroren. Das reicht jetzt. Hallo, Hamlet. Na, du kleiner Süßer? Ich will mich nicht aufregen darüber. Ich will mich nicht aufregen darüber. Oh, mein Liebling. Na, du kleiner Süßer. Samantha wäre ganz hingerissen von dir, Hamlet. Am liebsten würde ich sie herholen und dann könnten wir hier ewig zu dritt in Frieden leben. Das wäre mir ganz recht, denn dann müsste ich keine schwierigen Entscheidungen treffen. Schwierige Entscheidungen?
Ach, wie viel mehr soll der neue Küchenchef in der Oase verdienen? Oh, ich sterbe vor Hunger. Zahl ihm, was er verlangt. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich nur daran denke. Eier in Senfsoße. Oder Brochette de Thun. Oh, und seine wundervollen Torten. Oh, und sein Burgunderbraten. Und die Pizza Resistance und die Wildschwein-Pâté de Foie. Wenn ich dich nicht schon lieben würde, dann würde ich sofort für dich schwach werden, für einen Bissen von der Pâté de Foie. Oder vielleicht für den Koch. Nur wenn du nicht da wärst. Julia, mein Magen knurrt nicht mehr, er beginnt schon zu bellen. Dann gehe ich jetzt und suche was zum Essen. Sitz. Eine Insel weiter, da ist eine wunderbare Bucht, da wartet man auf uns. Mason, wir sind vorerst auf dieser Insel gestrandet, also werden wir uns fügen müssen. Und ich mache das jetzt. Ich suche uns was zum Frühstück. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Wo suche ich was? Ach, egal. Irgendwas gibt's schon. Wir beide bleiben hier und bewachen die Burg. Wehe, hier passiert irgendwas. Mit Hamlet meine ich. Wehe, ich finde bei meiner Rückkehr nur noch einen Haufen bunter Federn. Vertrau mir, bei mir ist das sicher. Gut. Inzwischen machst du Feuer und ich weiß, dass es geht, denn es liegen Streichhölzer auf dem Tisch. Hm? Nein. Pâté de foie vom Wildschwein. Danke, Anatole. Hast du das Geld mitgebracht? Nein, habe ich nicht. Oh nein. Oh mein Gott, er hat einfach abgelehnt? Er hat nicht abgelehnt, Lilly. Ich habe ihn nicht gefragt. Was? Wieso nicht? Ich konnte ihn nicht fragen, weil er so furchtbare Dinge gesagt hat. Was für furchtbare Dinge? Frag doch nicht. Einfach furchtbare Dinge. Mom! Lilly, ich mache alles Mögliche und ich treibe dieses Geld auch auf, aber nicht von CC. Und jetzt frage nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr darüber reden. Großartig. Mom, was wäre denn ein gutes Thema? Das Wetter? Lilly, wir sind doch nicht angewiesen auf die Capwells. In der Zeitung stehen doch dauernd diese Anzeigen von diesen, wie nennt man die doch gleich, Geldverleihern. Mom, ohne Sicherheiten wird uns keiner was leihen. Abgesehen davon dauert sowas. Das Einzige, was noch helfen könnte, wäre, wenn wir Bewegungen auf Lionels Konten ein wenig für uns nutzen würden. Und dann gebe ich es ihm zurück, so schnell ich kann. Nein, nein, Lilly, wie denkst du dir das? Wir können nur hoffen, dass er nichts merkt. Wenn Lionel hinter die Sache mit dem anderen fehlenden Geld kommt, dann feuert er mich und alles würde nur noch schlimmer werden. Kannst du denn diesen Gauner Ray nicht noch hinhalten? Nein, Mom, sinnlos, das kannst du vergessen. CC war meine letzte Hoffnung. Wieso fragst du denn nicht Ted? Was? Nein, das kann ich nicht machen. Lilly, Ted hat dich doch gern. Er wird dich schon verstehen, du musst es wenigstens versuchen. Ich habe ein paar Fragen, wie das passieren konnte. Oh, verständlich. Du hast mir doch immer gesagt, darum würdest du dich kümmern. Oh, entschuldige bitte, aber ich war immer vorbereitet, nur gerade diese Nacht nicht. Hör zu, es passierte in der Nacht, als ich früher gehen wollte. Kannst du dich an diesen Abend erinnern, Sissi? Du wolltest mich nicht weglassen, sondern unbedingt mit mir ins Bett. Und es war dir egal, ob ich vorgesorgt hatte oder nicht. Und du wolltest auch keine Sekunde mehr warten, richtig? Ja, ich gebe zu, es war meine Schuld. Erst denkst du, du wärst hintergangen worden. Und als nächstes hoffst du, es wäre nie passiert. Und jetzt bedauerst du bestimmt schon alles, was unser Verhältnis angeht. Santana. Nein. Ich gab Brandon auf. Und das bereue ich heute noch immer, Sissi. Und ich kann's nicht. Ich kann nicht nochmal verzichten auf ein eigenes Kind. Ich kann's nicht. Das ist vielleicht meine letzte Chance.
Nur weiter so. Mann, du tust ja immer noch so, als hätte ich mich selbst geschwängert. Sissi, hör zu. Ich will jetzt lieber allein. Ich will nicht, dass du mir folgst oder irgendwann nachkommst. Und ich will auch nicht reden, okay? Du hast mir mal vor einiger Zeit vorgeworfen, ich sei nicht ehrlich, was meine Gefühle für Ted angeht. Und das wohl zu Recht. Denn inzwischen weiß ich selbst, dass ich unsterblich in den Mann verliebt bin. Also, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Das kann ich auch gut gebrauchen. Er ist dir einiges von mir gewöhnt, aber das sprengt sicher seine Vorstellungen. Lilly, ein richtiger Mann versteht das. Du kämpfst eigentlich nur gegen deine verdammt schwierige Kindheit an. Und dann hattest du außerdem Pech. Und Ted mag dich. Du kannst ganz sicher sein, dass er dich versteht. Ja, er wollte schon was von mir, aber ich ließ ihm keine Chance. Ich hatte Angst, dass, wenn er die Wahrheit erfährt, er schon vor dem Anfang Schluss macht. Und wenn ich jetzt zu ihm gehe, Mom, wird genau das passieren. Ich gehe zu ihm, ganz einfach. Ich kann ihn überzeugen, das wird klappen. Wir verstehen uns sehr gut. Ach, Mom. Ich glaube, diesmal werde ich das allein durchstehen müssen. Weißt du, damals, als ich noch klein war, hatte ich ein Buch, das las ich immer wieder. Ich glaube, mindestens 1 Million Mal. Cinderella. Dieses Buch war faszinierend. Und für mich war das Buch realer als mein Leben. Wie dem auch sei, ich war natürlich Cinderella. Und jedes Mal, wenn der Prinz mich besuchte, habe ich von ganzem Herzen gebetet, dass er sich von den Lumpen nicht täuschen lassen möge. Sondern dass er sieht, wie ich bin und mich auswählt als seine Prinzessin. Soweit ich mich erinnere, klappte das jedes Mal. Ja, Lilly, wer weiß. Ted könnte doch dein Prinz werden. Nein. Mom. Im Märchen verläuft die Geschichte völlig anders. Cinderella würde doch niemals zum Prinzen gehen und ihm lauter schreckliche Sachen erzählen, zum Beispiel, dass sie gestohlen hat und ihre goldenen Pumps bei einer Wette verloren hat. Sowas würde Cinderella nun mal nicht machen. Der Prinz hat schließlich immer eine gute Prinzessin. So, ich gehe jetzt. Um ganz ehrlich zu sein, Hamlet, ich fühle mich entsetzlich. Keinerlei Aufgaben. Der Aufbau der Oase war wirklich spannend, aber jetzt läuft alles wie geschmiert und fast von alleine absolut langweilig. Hey, verstehst du mich? Was kann ich nur tun, damit wieder ein bisschen Spannung aufkommt? Im Geschäftsleben, meine ich. Einfach die Überschrift, die lautet Mason Capwell, neuer Präsident von Capwell Enterprises. Das wär's. Die Frage ist doch nur, wie mache ich das Thema am geschicktesten schmackhaft für Julia? Ich weiß, ich kann sie sicher überzeugen. Und du sieh mich ja nicht so an. Ich wusste es. Du und Hamlet, ihr werdet doch noch Freunde. Hm? Santana, warte doch mal. Ich bin in Eile, Mama. Bitte warte. Hast du dich mit Sissi gestritten? Ich bin schwanger. Willst du mir denn nicht gratulieren? Was hält Sissi davon? Ist das alles, was dich interessiert, Sissi? Wieso interessiert niemanden, was ich dabei fühle? Oh, Santana, por favor, sei mir nicht böse. Ich war einfach so überrascht. Natürlich mache ich mir Sorgen um dich. Das ist nun auch wieder überflüssig, Mama. Ich bin ja kein kleiner Teenager mehr. Ich kann wirklich schon allein für mich sorgen. Und ich sorge dafür, dass sich Sissi nicht drückt vor seinem Baby. Denn da hat er absolut nichts mehr zu entscheiden. Ist der Stuhl bequem?
Wie jeder andere Stuhl. Hast du ein paar Minuten Zeit? Nein, genau genommen nicht. Ted, bitte. Es ist für mich sehr wichtig. Wirklich, ich bin nicht interessiert an irgendwelchen Geschichten über dich und Ray. Okay? Ted, er hat mich bedrängt. Das ist die reine Wahrheit. Und diesmal lüge ich dich auch wirklich nicht an. Oh, bedeutet das, du hättest vielleicht manchmal schon gelogen? Nur zu, ich verdien's ja. Na, red schon. Ich möchte jetzt doch hören, weshalb du hergekommen bist. Jetzt schon. Mann, bin ich aufgeregt. Ach, war's so schlimm, ja? Urteile doch selbst. Okay, jetzt geht's los. Du hattest recht. Ich kannte diesen Kerl, Frankie. Du weißt schon, der diesen Grundstücksbetrug durchziehen wollte an Lionel und Sophia. Ich hatte für ihn gearbeitet in Vegas. Ich sollte ihm bei dieser Sache auch irgendwie helfen, doch ich sagte ihm nein, das hat er nicht so gern. Ach, und deshalb die Prügel. Ja. Und die Masche mit Ray, der angeblich wollte, dass ich wieder für ihn arbeite, hat nicht gestimmt, damit lagst du auch richtig. Wir hatten uns das ausgedacht. Also Ray hat das nur gespielt. Und da sah ich mich schon fast als Held. Ach Gott, Ted, das warst du auch. Wann lässt du endlich die Katze aus dem Sack, Lilly? Fang an. Der Punkt ist, ich will, dass du zuhörst. Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit tue? Du hörst nicht ernsthaft zu. Es wird nämlich sehr ernst. Ja gut, wenn du es denn so wünschst. Reicht das? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche Hilfe. Ach, und das soll ich dir glauben, so oft wie du schon um Hilfe gerufen hast? Nein, Ted, diesmal brauche ich wirklich Hilfe. Ich habe Schulden von $15,000. 5 davon habe ich mir schlicht abgezweigt von Lionels Konto. Ich dachte, damit gewinne ich die 10, die ich Ray schulde. Und jetzt brauche ich unbedingt die 10 Riesen bis heute 2 Uhr oder Ray wird Hackfleisch aus mir machen. Jetzt verstehe ich auch, was das für eine Vorstellung Nein, war heute Morgen. Du hast keine Ahnung. Es ist für ihn egal, ob er mich küsst oder mir den Hals bricht. Ich bin ein Fleischbrocken für ihn. Ted, du musst mir einfach glauben, ich belüge dich nicht. Ach, einfach so. Ja. Ted, ich kenne niemanden, der mir sonst noch helfen könnte. Oh, was ist das? Überraschung für dich, Julia. Es ist Wildschweinpaté. Und wieso schickst du mich dann vor die Tür? Als Beweis für dich, dass wir als Selbstversorger hier nicht besonders gut durchgehen. Die Paté wird nicht ewig halten. Und wenn du mich fragst, diese Beeren sind womöglich noch lebensgefährlich. Beeren? Eine einzige Beere? Du hast ja keine Ahnung, wie lange man sowas sucht und dann noch Fische fangen. Und ich hasse es, wenn man mich manipuliert. Das wollte ich auch nicht. Wir können über alles reden. Das hängt immer nur vom passenden Moment ab. Was soll das, Mason? Lass uns das lieber im Bett diskutieren. Was verheimlichst du mir? Wieso hast du kein Vertrauen? Wieso sagst du es nicht? Was könnte ich dir denn wohl verheimlichen? Neue Präsident von Capital Enterprises. Oh, CC, ich hatte versucht, Sie zu Hause zu erreichen. Ist es etwas Erfreuliches? Ich denke eigentlich schon. Falls nicht, will ich nichts davon hören. Und wenn, kennt Kelly alle geschäftlichen Probleme. Und falls nicht, warten Sie, bis Mason endlich wieder zurückgekommen ist. Verzeihen Sie eine Frage. Hat Gina Sie angetroffen? Nein, na Gott sei Dank. Sie wollte eigentlich mit Ihnen reden, denn das war das Resultat eines Gesprächs. Sie will den Krieg mit Ihnen beenden. Wirklich? Na, besser als nichts, immerhin. Sie akzeptiert Ihr finanzielles Angebot. Sie hat nur einen Wunsch, dass sie eine einmalige Zahlung von $15,000 bekommt. Ich habe mir erlaubt, über diesen Betrag einen Scheck auszustellen. Sehr gut. So billig bekommt man sonst nie Frieden mit Gina. Ich fürchte, das ist zu wenig, Sissi. Das wird mit Sicherheit sehr teuer für dich. Mein Preis für meinen Sohn ist sehr viel höher. Also nur deswegen diese ganze Beichte. Du willst bloß mein Geld. Nein. Vielleicht
Ja, doch, vielleicht. Ich meine, ich konnte dich doch unmöglich heute um Hilfe bitten, ohne die ganze Wahrheit zu sagen. Und eins ist klar. Ich würde es sehr gut verstehen, wenn du mir nie wieder ein Wort glauben würdest. Aber ich schwöre bei Gott, ich belüge dich nie wieder in meinem Leben, ganz egal, was passiert. Bitte respektier mich. Ich will nur deinen Respekt. Auch wenn ich ihn nicht verdiene. Denn ich hab dich sehr gern, Ted. Du hast eine sehr merkwürdige Art, das zu zeigen. Dafür kann ich wirklich nichts. So, das ist alles. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das mit dem Geld stimmt auch. Also sag endlich etwas. Willst du mir helfen? Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California Clan hier bei RTL.